Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Spieletest. Wir schauen uns heute die gemütliche Farming-Simulation Camero an. Dort ziehst du Frösche auf, spielst Minispiele und dekorierst dein Habitat. Pflege eine Zuflucht für Frösche und tauche den Sumpfgebiet wieder Leben ein. Genau das wird uns heute erwarten und im Laufe des Jahres 2024 steht dann auch der Release an. Ich bin schon sehr gespannt auf die heutigen Eindrücke. Ihr könnt jetzt schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn wir häufiger Gaming-Geheimtipps mit euch teilen sollen. Und lasst auch gerne schnell ein kostenloses Abonnement da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nichts mehr auf diesem Channel. Keine Videos, keine neuen Meilensteine, die wir zusammen mit euch erleben. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Cool, cool, ich freue mich, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, es ist nicht die finale Version. Okay. Oh mein Gott, das sind wir, denke ich mal. Oh mein Gott, das sieht ja so toll aus. Jetzt schon. Einfach übelst entspannt. Ich arbeite in letzter Zeit ganz schön viel. Gut, dass mein letztes Projekt endlich fertig ist und ich mir ein paar Wochen frei nehmen kann. Vielleicht sollte ich zurück nach Hause, eine kleine Pause machen. Okay, das heißt, wir machen Pause von der Arbeit und flitzen nach Hause. Ich erinnere mich an das Sumpfgebiet. Kurze Bäume mit dunkler Rinde, Libellen auf der Wasseroberfläche. Ich bin hier in der Nähe dieses Sumpfes aufgewachsen, zusammen mit Axel, meinem besten Freund. Ja, nice! Axel! Bester Mann! Axel und ich waren beide in Frösche vernarrt. Es ist schon witzig. Heute Morgen habe ich an ihn gedacht und eben hat er angerufen. Was ein Zufall! Ich glaube, er hat einen Plan. Axel hat immer einen Plan vor Augen. Axel hat einfach... Axel weiß Bescheid. Wow, das ist Axel jetzt in erwachsener Version. Oh, ja, also. Glow up oder was? Axel hat sich überhaupt nicht verändert. Wir trafen uns ein paar Kilometer vom Sumpfgebiet unserer Kindheit entfernt. Er zeigte mir einen Ort, an dem er ausgerechnet eine Zuflucht für Frösche bauen wollte. Ja, perfekto. Cleo. Ach, wir sind Cleo. Oh mein Gott, das passt doch perfekt. So C für Cleo, C für Caroline. Ist wahrscheinlich extra für uns so eingestellt worden. Cleo, lange nicht gesehen. Schön, dich wiederzusehen. Okay, sagen wir einfach. Axel, es ist ewig her. Wie läuft es hier in der Gegend? Super. Aber wie du siehst, ist die Zuflucht bisher ziemlich leer. Ich denke, wir könnten sie mit Froschmöbeln füllen. Froschmöbel einfach. Froschmöbeln? Das gibt es? Natürlich. Frösche werden von bestimmten Arten von Möbeln angezogen. Probieren wir es aus, du wirst schon sehen. Ach, ist ja krass. Die Möbel abgestimmt auf die Frösche und die werden davon angelockt. Okay. Nutze den Laden, um Möbel zu kaufen. Ich habe dir Geld für eine Badewanne gegeben. Frösche lieben es zu baden. Okay, Axel hat uns erstmal ein bisschen mit Cash versorgt und können direkt eine Badewanne platzieren. Ich meine, das Wichtigste muss natürlich zuerst geschehen. Ah, okay, so werden wir die Kamera verschieben. Und hier können wir auf den Shop. Ach, ist ja auch süß gemacht, ne? Hier sehen wir, wir haben jetzt 100... Ach, guck mal, Axel hat uns schon ein bisschen was gegeben, ne? Was ist hier mit Farben? Ach so, hier haben wir so verschiedene mit Farben. Okay, Frösche. Und dann zeigt es uns an, dass die Frösche das mögen oder so. Ja, ich denke mal, wir kaufen dann, wie Axel meinte, direkt die Badewanne. Die sollte auch jetzt in unserem Inventar sein. Oder irgendwo sollte sie sein. Ah ja, mhm. Öffne ein Inventar, um die Möbel zu holen. Dann kannst du sie überall in der Zuflucht platzieren. Okay, hier sehen wir unsere Sachen. Da sind die Möbel. Insekten haben wir noch keine. Können wir anscheinend auch sammeln. Das heißt, wir können jetzt irgendwo unsere Badewanne platzieren. Die Frage ist, wo wollen wir die platzieren? Erstmal hier so random hin oder was? Wir tun jetzt sie einfach mal dahin. Weil hier ist so ein Sumpf und dann wenn die Frösche das sehen, keine Ahnung. Drücke die Editor-Taste, um den Editor-Modus zu aktivieren oder zu beenden. So kannst du die Möbel umstellen. Aha, Editor. Du siehst, dass du für das Aufstellen der Badewanne Ansehenspunkte bekommen hast. Du bekommst sie, indem du der Zuflucht neue Möbel hinzufügst. Oder du zähmst neue Frösche. Okay, mhm. Frösche zähmen, das klingt aufregend. Es ist ganz einfach. Du gibst ihnen so viel Essen, wie sie wollen. Die meisten Frösche lieben Fliegen, aber ihre Geschmäcker können sehr komplex sein. Ah, wir können die also auch füttern. Interagiere mit den Fröschen, die bei den Möbeln auftauchen, um ein Fenster mit Infos zu den Fröschen zu öffnen. Ah, wir haben jetzt hier schon den Frosch. Wie
Tulus Silva Kiwi. Schade, ist unbekannt. Futter, Fliegen. Das sehen wir hier und können wir auch sofort füttern. Das heißt, wir haben bei jedem Frosch wie so einen Steckbrief und können dann daran sehen, wie wir den Frosch so behandeln. Ich weiß auch nicht genau. Wir füttern erstmal. Ach, und den Frosch haben wir jetzt gezähmt dadurch. Du kannst Frösche auch fotografieren, weil sie doch so süß sind. Öffne jetzt die Kamera, mache ein Froschfoto und hinterlege es in deinem Froschstecks. Ist ja auch wild. Ja, wo ist denn jetzt der Frosch? Ja, komm, wir müssen mal ein bisschen näher rangehen und dann Foto machen. Froschstecks im Tagebuch. Weiß ich nicht. Können machen einfach mal. Öffne den Froschstecks, um alle Frösche zu sehen, die du gefüttert hast und fotografiert. Das Dashboard zeigt verfügbare Frösche und die wahrscheinlich... Dankeschön. Ich wollte eigentlich noch... Ja gut, dann nächstes Mal halt nicht. Gezähmt. Da ist ja keine Frosch in dieser Kategorie. Wieso? Wir haben doch schon einen gezähmt. Achso, Victulus ist dann die Art, denke ich mal. Genau, sind dann die Arten und die Victulus sind die Arten, die von den Füßen, oder also ich kenne mich jetzt nicht so ganz in Froschkunde aus, aber die da von den Farben her abweichen. Und hier sehen wir gleich Chance. Achso, die Chance, dass sie so sich fortpflanzen. Okay, wir können auch bis zu 60 Frösche haben. Axel scheint begeistert von seinem Projekt. Er beschreibt seinen Plan. Mehr Möbel, um Frösche anzulocken, das Sumpfgebiet und seine Artenvielfalt fördern und eine tolle Zuflucht für Frösche bauen. Okay, also Cleo, was meinst du? Willst du mir helfen? Na klar, ein echt cooles Projekt und du weißt ja, wie sehr ich Frösche mag. Also gut, das soll unsere erste Aufgabe sein. Wir müssen unser Ansehen verbessern und dem Froschstecks neue Frösche hinzufügen. Das heißt, neue Möbel aufstellen und wir zählen Frösche, indem wir sie für Punkte, was waren es nochmal für Punkte, ansehen. Füttern, richtig? Ganz genau. Wie wäre es mit 40 und 3 Fröschen im Froschstecks? Okay, dann wird das unsere Aufgabe sein. Wenn du auf der Suche nach Aufgaben bist, kannst du dir deine aktuellen Ziele im Tagebuch ansehen. Ansehenstufe 1 haben wir jetzt gerade. Das ist unsere Aufgabe mit den 40 Ansehenspunkten und 3 Fröschen. Achso, dazu soll man den Baumstamm platzieren, den Sessel und 3 Froschfotos machen. Okay. Im Tagebuch steht dann einfach die Geschichte. Und Fotos sehen wir hier auch. Ach, guck mal, das Foto haben wir doch direkt super gemacht. Okay, ich zoome mal eben raus. Dann sehen wir so ein bisschen, was Sache ist. Ach, ich sehe jetzt gerade, hier oben haben wir ja auch noch einiges an Platz. Was heißt das hier? Ach so, in der Demo sind diese Zonen noch nicht verfügbar. Aber die Zone hier können wir auf jeden Fall bebauen. Beim Shop müssen wir jetzt vorbeischauen. Und können dann auf jeden Fall noch ein paar Sachen kaufen. Den Sessel natürlich auch direkt. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das jetzt alles so schön hier platzieren wollen. Aber wir haben auch noch nicht so viele Sachen. Das heißt, wir können auch noch nicht so viel tun. Das könnten wir nochmal hier füttern. Sollten, glaube ich, dann den gezähmt haben und können auch sofort ein Foto machen. Mission erledigt, Axel. Die Zuflucht hat mehr Ansehenspunkte bekommen und ich habe dem Froschstecks ein paar Frösche hinzugefügt. Ja, okay, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein paar Frösche hinzugefügt haben. Wir haben ja erstmal einen jetzt neu gesehen, aber Cleo weiß Bescheid. Ja, da geben wir jetzt die Insekten und das Geld aus. Ja, das ist interessant, wie wir das jetzt noch ändern. Ach, keine Sorge, der zweite Schritt des Plans beginnt jetzt. Gehen wir ins Sumpfgebiet, damit ich dir zeigen kann, was wir mit dem verdienten Ansehen tun können. Der Sumpf ist in einem üblen Zustand. Wenn wir ihm zum alten Glanz verhelfen, können wir die Ressourcen für die Zuflucht nutzen. Okay, das heißt, oh, wir können jetzt auf Reise gehen, oder was? Lass uns ins Sumpfgebiet gehen, was hältst du davon? Wir könnten ein paar Ressourcen und Nahrung für die Frösche sammeln. Ja, let's go! Da wären wir, im Sumpfgebiet. Eine wunderschöne natürliche Ressource, aber die Leute denken, es sei voller Mücken. Wir beide sollten es als eine wunderbare Fundgrube betrachten. Es ist alles vertrocknet. Ja, keine Sorge. Unter dem Dreck befindet sich Wasser. Wir können Teiche ausheben, um diese Zone wieder aufzubauen. Im Gegenzug erhalten wir einige Ressourcen. Schauen wir uns die Sumpfhütte an. Betritt die Hütte, indem du sie auswählst. Hier erhältst du Infos über den Wiederaufbau des Sumpfgebiets. Sieht aus wie, wo Menschen wohnen. Och, hier ist ein Maulwurf. Und noch so viel mehr ist hier nicht. Aber hier geht es, glaube ich, eher dann darum, die Ressourcen zu bekommen. Okay, wir gehen mal in die Sumpfhütte. Das ist unsere kleine Sumpfhütte. Hier findest du jede Menge Infos zum Wiederaufbau des Sumpfgebiets. Dort ist eine Tafel mit Infos zu Pflanzen. Was ist ein Bio-Wert? Leute, ich sage, wie es ist. Hier wird nicht nur über Frösche was gelernt, sondern auch über
Biologie. Der Biowert ist der kombinierte Wert von Kohlenstoffabscheidung und Pflanzenvielfalt. Je höher ist, desto besser für das Sumpfgebiet. Verstehe. Der nächste Schritt ist, dafür zu sorgen, dass die Frösche super glücklich sind, oder? In der Hütte kannst du unser Ansehen nutzen, um Technologien für den Wiederaufbau des Sumpfgebiets zu entwickeln. Ach so, also dieses Ansehen, was wir mit Fröschen und deren Haltung, keine Ahnung was, dazu bekommen, können wir dann im Sumpfgebiet nutzen. Wie man einen Teich aushebt, wissen wir bereits. Wollen wir vielleicht lernen, wie man einen einfachen Beerenstrauch pflanzt? Ah, wir können hier auch direkt anpflanzen, oder was? Ach, okay, hier sehen wir dann, was wir erlernen können. Und ganz viel anpflanzen. Sieht jetzt auch hier aus wie so Produktionsstätten, eine Mühle und keine Ahnung. Das heißt, es geht wirklich noch viel weiter, als ich eigentlich dachte. Und es gibt auch Helfer. Okay, das heißt, wir pflanzen jetzt einen Beerenbusch. Wunderbar, jetzt fangen wir damit an, das Sumpfgebiet wieder zu bewässern. Los geht's. Hier haben wir den Sumpf. Teich meine ich, sorry. Wieso muss ich jetzt nochmal dafür Geld ausgeben? Und können direkt daneben auch nochmal Geld. Werden jetzt hier direkt den Strauch, ja, platzieren. Warte, bis der Teich Insekten anzieht und sammle sie ein. Mit diesen Insekten füttern wir dann die Frösche. Ja, jetzt ist es ja soweit. Guck mal, wir sehen, wie die fliegen hier. Guckt euch das an. Wir benutzen unser Ansehen, um das Sumpfgebiet wieder aufzubauen. Und wir verwenden die Ressourcen des Sumpfgebietes, um die Zuflucht zu finanzieren. Ja. So, Schilf. Ach, was sammeln wir hier eigentlich? Was ist das? Ach so, das heißt, es ist einfach immer mehr... Sind das die Beeren, die wir einpflanzen? Cleo, das ist phänomenal. Wir kommen mit dem Wiederaufbau gut voran. Super. Ich dachte daran, Beerensträucher zu pflanzen. Ah, tolle Idee. Wir haben da drüben eine Außenküche. Wir könnten leckere Marmelade zubereiten. Jetzt können wir auch noch Essen zubereiten. Ey, was ist es ja wirklich? Ich dachte am Anfang, okay, es geht jetzt größtenteils um die Froschzucht. Aber wir können ja auch noch hier komplettes Dorfgefühl aufbauen. Jetzt flitzen wir zur Küche. Ach, hier ist sie auch sofort. Bereite Sumpfgebietsprodukte in der Küche zu. Wähle zunächst ein Rezept und die gewünschte Produktmenge aus. Gib die richtigen Zutaten in den Topf und drücke auf den Ofenknopf, wenn du fertig bist. Richte die Spiegel aus, um die Sonnenstrahlen zum Kochen zu nutzen. Die daraus gewonnenen Produkte können dann im Laden der Zuflucht verkauft werden. Das heißt, so kommen wir auch an unser Geld. Ja, wie viel? Was können wir denn noch machen? Beerenbonbons, Rohrkolbenherzen und Beerenmarmelade. Das können wir schon herstellen. Dann starten wir mal. Müssen jetzt hier das in den Topf tun, den anmachen und die Sonnendings zum Kochen nutzen. Ist ja wild. Mit der Marmelade und unseren anderen Erzeugnissen finanzieren wir die Zuflucht. Gehen wir zurück. Jetzt verkaufen wir die Marmelade im Laden. Wir verwenden das Geld, um die Froschzuflucht zu verbessern. Okay, beim Shop können wir jetzt verkaufen. Das macht viel mehr Geld. Als dieses machen wir definitiv, wenn diese Kolbenherzen, was auch immer, und die Bonbons. Jetzt weißt du, wie du das Sumpfgebiet wieder aufbauen und deine Ziele erfüllen kannst. Wenn du Hilfe brauchst oder mehr erfahren möchtest, drücke auf das Fragezeichen. Hey Chloe, ich glaube, wir haben gerade den Tutorial ab... Den Tutorial? Heißt es der Tutorial? Abgeschossen. Du weißt, dass diese Demo nur einen Bruchteil des Spiels darstellt, nicht wahr? Na klar. Ich habe gehört, dass im fertigen Spiel mehr von einem bekommen werden. Mehr Frösche, mehr Möbel, mehr Sumpfgebietsressourcen. Genau, mehr Minispiele, mehr Charaktere zum Unterhalten und noch mehr Biome zum Erkunden. Ist ja auch cool, Leute, dass da so viel dann noch dazu kommt. Wow, das klingt toll, aber wir können jetzt wieder die Demo spielen. Klar, wir haben die Hälfte geschafft. Ach, das war erst die Hälfte. Ich dachte, es wäre jetzt zu Ende mit der Demo. Perfekt, ich habe dir alles beigebracht, was ich über den Wiederaufbau des Sumpfgebiets und die Zuflucht weiß. Vermutlich solltest du jetzt jemanden kennenlernen, der mir sehr am Herzen liegt. Du wirst begeistert sein von ihr. Wen lernen wir jetzt kennen? Oh, Axel stellt mir eine Frau in den 60ern vor. Wieso wird das als erstes genannt, wie alt die ist? Ist ja wieder super. Die mich mit einem sanften, aber durchdringenden Blick ansieht. Annabelle. Wir geben uns die Hand und sie beginnt das Gespräch. Sie ist pensionierte Chirurgin und widmet ihre Zeit nun der Forschung über Frösche und Sümpfe. Hallo Schätzchen, was für eine Freude, dich endlich kennenzulernen. Es wird dich nicht überraschen, dass einige Froscharten in dieser Gegend vom Aussterben bedroht sind. Wenn wir eine Chance haben, sie davor zu bewahren, brauche ich deine Hilfe, um ihre Gene für die Forschung zu sequenzieren. Falls du Hilfe brauchst, ich bin wirklich motiviert.
Das klingt so ironisch. Das klingt wirklich absolut ironisch. Für den Anfang müsstest du zwei Frösche zähmen. Das sollte einfach für dich sein. Sie lieben Insekten. Wenn du beide Frösche gezähmt hast, kommst du zu mir ins Labor, um einen Frosch zu züchten. Okay, jetzt geht's ja auch in Gensequenzierung und weiß ich nicht, Genforschung. Okay. Ach, hier ist dann das Labor. Verstehe, verstehe, verstehe. Boah, was ist das für ein Frosch? Wir verstehen. Und zwar müssen wir dieses hier mal füttern und dann haben wir die erst gezähmt. Jetzt können wir die auch umbenennen und dann machen wir automatisch ihn zu unserem Favoriten. Nee, stopp, es ist aber nicht mein Favoritenfrosch, glaube ich. Oh mein Gott, es hat er so Herzen. Er liebt uns jetzt. Die Sonne geht über dem Sumpf unter und ich kann mich endlich hinsetzen und ausruhen. Oh mein Gott, wie traurig. Ja, Sonne ist untergegangen, endlich eine Pause. Axel kommt mit einer Flasche selbstgemachten Cranberry-Saft zurück. Der Geschmack ist einfach himmlisch. Du kannst jederzeit nachts schlafen, indem du auf das Bettsymbol drückst. Durch die Zucht gezähmter Frösche kannst du neue Frösche für deinen Froschdecks erhalten. Wenn du mehr als zwei gezähmte Frösche hast, kannst du die Elternfrösche auswählen, die du einsetzen möchtest. Jeder Frosch hat Form- und Farbgene. Ziel ist es, sie zu kombinieren und einen neuen Frosch zu erhalten. Du wirst nicht immer die volle Kontrolle haben, da die Natur auch bei Elternfröschen ihre eigenen Gene auswählt. Platziere die Gene der Elternfrösche auf dem Raster und versuche, drei Gene hintereinander auszurichten. Erlaubt sind vertikal, horizontal und diagonale Reihen. Frage, was wollen wir denn für einen neuen Frosch haben? Wir brauchen mehr Geld. Ach so! Ach so, wir haben zu wenig Geld, um die zu. Ach so. Jetzt machen wir richtig Cash hier. Ach, wir spielen jetzt so wie Tic-Tac-Toe mit der Natur, oder was? Was sich dann mehr durchsetzt. Das ist ja interessant. Mehr kann man doch jetzt nicht mehr machen. Fertig. Ach so, und das wird dann durch Zufall gewählt. Oh mein Gott, das ist einfach der gleiche Frosch, den wir schon haben. Dann ist unsere Strategie jetzt nicht direkt so quer zu gehen, sondern anders. Müssen wir jetzt auch noch pink durchziehen? Und jetzt brauchen wir echt dieses Victulus. Bitte, oder was anderes. Okay, gut. Du hast einen Frosch gezüchtet. Gut gemacht, Cleo. Vielleicht hast du es bereits gemerkt. Manche Frösche kommen nur in die Zuflucht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Kohlenstoffabscheidungswert und der Biodiversitätswert, die durch deine Aktivitäten im Sumpfgebiet entstehen, sind wichtige Faktoren für die Biodiversität der Frösche. Ich traf mich mit Axel und Annabelle bei der Sumpfhütte, damit wir uns ein neues Ziel für die nächsten Tage setzen konnten. Ein Bio-Wert von 10%. Das erfordert sorgfältige Planung, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Um den idealen Bio-Wert zu erreichen, musst du das Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Teichen bewahren und ihren Kohlenstoffabscheidungswert beachten. Du fragst dich bestimmt, warum ich den ganzen Tag hier sitze. Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber da du es nun ansprichst. Okay, also wenn wir ackern, soll auch mal Axel ackern. Was ist denn da los? Ich lese gerade dieses Buch über die Wiederherstellung von Sumpfgebieten. Wusstest du, dass es über den ganzen Planeten verteilt tausend von ihnen gibt? Okay, also Axel musste sich kurz rechtfertigen, warum er den ganzen Tag ein Buch liest. Wir sollen jetzt noch so verschiedene Teicharten und so weiter platzieren. Da müssen wir erst noch was erforschen. Hierhin? Wenn wir das hier mit der Leiste machen, kriegen wir mehr Ertrag, glaube ich. Wir sollten das die ganze Zeit tun. Da müssen wir das Geld echt in die Forschung stecken, weil sonst wäre ein bisschen belastend. Haben wir noch Geld für den vierten Teich? Ja, haben wir. Was ist denn unser Bio-Wert gerade? 1, 2, 3, 4. Oh, wir haben jetzt auch eine Libelle. Wow, 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 halt, stopp. Welche Einheiten fehlen denn noch? Ich check's gerade nicht. 8. Ist ja jetzt nicht wahr. Jetzt habe ich dir wirklich einiges geliefert, Bio-Wert. Das hat jetzt den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Sieh nur, Cleo, wir machen Fortschritte. Der Sumpf sieht langsam viel besser aus. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Ja, das berührt mich echt sehr. Die Blumen sind zurück und auch die Libellen, die wir als Kinder immer gejagt haben. Och, das war unser Ziel. Ja, ist doch schön. Früher war das hier ein magischer Ort. Nun ist es wieder ein magischer Ort. Es ist wie ein Zufluchtsort. Ein lebendiger und atmender Zufluchtsort. Nee, es geht noch weiter. Es geht einfach noch weiter. Cleo, ich möchte dir die Bürgermeisterin Anita vorstellen. Einfach alle Namen fangen mit A an. Alle aus dem gleichen Clan.
Sie möchte sich mit uns unterhalten. Oh, das ist Anita. Hallo, ich will ganz ehrlich sein. Ich hatte anfangs meine Zweifel bezüglich dieses Projekts. Ich wusste sofort, sie ist ein bisschen von oben herab. Aber ich hörte immer wieder von den Bemühungen, die hier zur Rettung der Sumpfgebiete unternommen werden. Und daher beschloss ich, hierher zu kommen. Ich bin Creo. Axel bat mich, die Sumpfgebiete wiederherzustellen und die Zuflucht zu verwalten. Und nun nimmt alles langsam Form an. Du bist zu bescheiden, Creo. Die Sumpfgebiete gedeihen gut und darin leben die glücklichsten Frösche. Anita, sollen wir dich herumführen? Ich fürchte, dafür habe ich gerade keinen Platz in meinem Terminkalender. Vielleicht ein anderes Mal. Enttäuscht von der mangelnden Unterstützung der Bürgermeisterin, setzt sich Axel ein neues Ziel, mindestens 3 neue Froschbilder aufzunehmen. Damit sollten wir unserem Projekt ein wenig Aufmerksamkeit schaffen. Okay, kriegen wir hin. Das war das Ende der Demo. Vielen Dank, dass du diese Demo gespielt hast. Hier ist ein kleiner Einblick in das, was dich im fertigen Spiel erwartet. Mehrere Produktionsminispiele zur Herstellung von Sumpfgebietsprodukten. Auch sehr nice. Viele neue Charaktere und Hintergrundgeschichten. 2 weitere Feuchtbiome. Oh, das sieht ja auch toll aus, dieses Biom. Mit neuen Pflanzen und Strategien. 100 neue Frösche und neue Möbel zum Umfärben. Das ist wirklich krass. Also ich muss wirklich sagen, das ist ein sehr cozy Spiel. Und könnte, glaube ich, auch zum Teil was für Jüngere sein. Weil diese Minispiele sind ja extra so leicht gemacht. Und dann kann man so ein neues herstellen. Kann man wirklich machen. Diese gezeichnete Grafik kann man echt machen. Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen. Es verbreitet eine super gemütliche Stimmung, beinhaltet eine schöne Grafik und bietet mehr Abwechslung als erwartet. Ihr könnt jetzt super gerne in die Kommentare schreiben, ob wir mehr Gaming-Geheimtipps mit euch teilen sollen, die wir dann auch zusammen testen werden und direkt Bescheid wissen, ob was auf unserer Wishlist fehlt oder nicht. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die heutigen Eindrücke gefallen haben und abonniert auch sehr gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Uns kostenlos unterstützen, so seid ihr auch bei weiteren Meilensteinen von diesem Channel Naka Plays dabei. Da das Video jetzt vorbei ist, könnt ihr auch sehr gerne bei all unseren anderen Social Media Kanälen vorbeischauen, darunter mit ganz viel Book-Content auf Instagram oder Lifestyle, auch auf Naka, das ist unser anderer YouTube-Kanal. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch vorbeizuschauen. Und auf Twitch sind wir mehrmals die Woche live. Es macht sehr viel Spaß, mit euch da live zu interagieren und auch da Gaming-Spaß zu erleben. Also schaut auch da sehr gerne vorbei. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!